Ich bin von Medico International und leite die Öffentlichkeitsarbeit und freue mich sehr, dass wir auch heute Nachmittag so zahlreich hier sind. Also ich glaube, nicht nur uns, sondern allen hier im Raum brennt das Thema auf den Nägeln. Die Kritik an der Hilfe, aber auch die Frage, was die Alternativen sind, die wir hier heute hoffentlich auf dem Podium ein bisschen näher diskutieren können, denn der heutige Nachmittag steht unter dem Titel Emanzipatorische Praxis und neue Formen der Solidarität. Und wir sind hier das Auftaktpodium dafür. Und wir haben mehrere Stichworte bekommen: Proteste, Akteure, Bewegungen und Strategien. Und ich freue mich, Ihnen sagen zu dürfen, wen wir hier haben. Neben mir sitzt Françoise Roméo Ntang. Er gehört zu den Migranten, die 2005 in Ceuta und Melilla versuchten, den Zaun in die spanische Enklave zu überwinden. Er wird uns diese Geschichte erzählen. Er ist Kameruner, der jetzt in Mali lebt und in der Hauptstadt Bamako, nachdem die Überwindung des Zauns nicht geglückt ist, eine Organisation, Selbsthilfeorganisation von Migranten gegründet hat. Und er wird uns an seinem Beispiel erzählen, wie Selbstorganisation und Politisierung heute auch funktionieren kann und was das vielleicht auch für uns als professionelle Helfer heißt. Dann rechts, links von mir sitzt Dr. Miriam Sage. Sie ist promovierte Rechtsanwältin und koordiniert als stellvertretende Direktorin des European Center for Constitutional and Human Rights. Also wir haben die Akteure, aber wir haben auch die Frage der Menschenrechte und wie weit können wir es so politisieren, dass es auch tatsächlich für die Veränderung von Strukturen reicht. Dazu wird sie einige Beispiele nennen und Fragen aufwerfen. Dann rechts von mir Shirin Abdulsaror. Shirin ist eine Gründerin der Frauenbewegung in Sri Lanka. Sie gehört zum Women's Action Network und zu vielen anderen Dingen, die Sie nachlesen können in der Beschreibung des Programms. Sie erhielt 2011 den Bremer Friedenspreis in der Kategorie Öffentliches Engagement für Frieden und Gerechtigkeit. Wer ein bisschen weiß, was in Sri Lanka ist, der kann sich vorstellen, dass das eine sehr aufreibende, gefährlich und persönlich emotional anstrengende Arbeit ist, die Shirin da macht, und sie wird uns sicherlich den Horizont in dieser Hinsicht auch erweitern. Und zum Schluss Pirmin Spiegel. Er hat 15 Jahre im Nordosten Brasiliens als Priester und Ausbilder von Laienmissionaren das Schicksal der Ausgegrenzten geteilt. Das ist, glaube ich, für jemand, der heute Geschäftsführer von Miserio ist, eine sehr besondere Perspektive. Er vereint also beide Perspektiven, die direkt und geteilt mit den Ausgegrenzten, und jetzt hier als Leiter einer professionellen Hilfsorganisation. Und er wird uns sicherlich auch ein paar Fragen beantworten können zu dem, wie wir denn jetzt nun Hilfe radikalisieren können oder auch nicht, und ob wir neue Begriffe für Solidarität, ob wir Solidarität neu definieren können. Aber es wird natürlich auch interessant sein, was diese Brüche für ihn selber bedeuten, wenn man von dort kommt und dann jetzt hier einer großen Organisation mit ihren Zwängen vorsteht. So, ich bitte jetzt Roméo anzufangen und uns doch nochmal anhand seiner eigenen Lebensgeschichte die Geschichte derer zu erzählen, die zu Tausenden versuchen, aus verschiedenen Gründen eine Perspektive zu erlangen. Und was das mit den Menschen macht und was für interessante Prozesse auch passieren, wenn sie sich dann anfangen zu engagieren. Roméo, du hast das Wort. Kurz, Roméo. Kanal 5 ist Englisch, Kanal 6 ist Französisch, Kanal 7 ist Deutsch. Und er wird es auf Französisch machen. J'aimerais d'abord dire bonjour à tout le monde. Et je suis très content de savoir que pour une fois, l'esprit à migration n'est pas blanc, l'esprit à migration il est noir, et qu'il arrive à imposer le port des casques à tout le monde. Donc ça veut dire que c'est même ça le concept de l'aide, qui n'est plus une situation de donnant ou de donnant à donner, mais qui est une situation de partenariat. Ça veut dire que je peux vous apprendre quelque chose, vous pouvez m'apprendre quelque chose,
mais cela doit être défini sur une table pour faire de nous deux des co-acteurs au nom d'une seule personne éternellement assistée. Je m'appelle François Romeo Ntamak, je viens du Cameroun et je suis parti de mon pays à 11 ans, en 2003. J'avais 15 ans. Ceux qui disent, ils peuvent calculer, ils sauront quel âge j'ai. Tout cela fait partir d'un mécanisme aujourd'hui qui nous pousse à comprendre que l'Afrique dans les années 60 a eu son indépendance, mais qu'à partir de cette année jusqu'à aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de néocolonialisme qui sont encore développées à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide. Il n'y a qu'à voir sur la télévision, dans les émissions radio, toutes les informations qui sont données par rapport aux milliers de jeunes Africains, aux milliers de jeunes Afghans, aux milliers de jeunes, des milliers de Romains aujourd'hui qui traversent la mer, qui traversent le désert, à la recherche de ce qu'on appelle la liberté, à la recherche de ce qu'on appelle le droit. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a même plus le droit de rester chez soi. Cela n'est pas défini par nous les Africains, mais cela est défini par tous les mécanismes d'aide qu'on pense apporter à l'Afrique, mais qui ne sont en fait qu'un système de néocolonisation. Le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun est un pays où il y a l'autosuffisance alimentaire, où 98% de la population est scolarisée. Nous détenons des richesses, l'or, le pétrole. Est-ce que vous pensez qu'un Camerounais aujourd'hui peut aller résider dans un pays comme le Mali, où annuellement il fait 37 degrés de chaleur tous les jours? La question, c'est non. Mais pourquoi suis-je là-bas? Ça, c'est la véritable question. J'ai traversé le désert en 2003-2004 avec des milliers d'autres Africains jusqu'à l'enclave de Ceuta et Melilla. Je suis l'un des rescapés de cet événement en 2005 où la Guardia civile espagnole a tiré sur les Africains et il y a eu plusieurs morts. S'en est suivi alors des séries d'arrestations à cette frontière. Et on a évoqué le phénomène d'aide. Le phénomène d'aide octroyé par qui? Par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui en 2005 s'est portée garante pour aider des milliers d'Africains à retourner dans leur pays. Ça en est suivi dans des séries de rapatriements. En fait, ce n'était pas l'aide. On l'a dit hier, il y a des professeurs qui sont passés ici. Il y a des théologiens qui sont passés. Moi, je ne suis qu'un migrant, je ne suis pas un expert. Mais je sais de quoi je parle. Parce que qui d'autre, à part toi, peut parler de ta propre situation? Qui d'autre, à part toi, peut planifier des actions pour qu'on te vienne en aide? On ne peut pas rester dans un bureau, se dire qu'on est expert et planifier des actions ou des interventions d'aide par rapport à des populations sans au préalable avoir étudié ou avoir défini avec eux de quelle aide il s'agit. En 2005, l'OIM, pour son business, a permis à certains milliers d'Africains de retourner dans leur pays. Mais pendant 3 mois, le projet s'est arrêté. Et nous, malheureusement, nous avons été déversés dans le désert malien en juillet 2006. Il y a eu plus de 1000 personnes qui sont décédées. Jamais cela n'a été ressorti quelque part. Les survivants de ces événements sont retournés au Mali. Et en 2006, on est reparti à l'école et on a pu créer notre association aujourd'hui qui est partenaire avec Medico International. Je n'avais aucune formation en matière associative. J'étais un jeune lycéen dans mon pays et j'ai voulu positiver mon échec.
C'est ce que les Africains veulent faire aujourd'hui. Positiver leur échec parce que nos dirigeants ont échoué. Ceux qui ont négocié notre indépendance ont échoué dans tous les facteurs. Donc moi et d'autres milliers d'Africains, nous avons décidé de positiver notre échec en se disant, l'Europe, à travers la télévision en Afrique, on n'a jamais montré Uranium Place en Afrique à la télévision à Berlin. Vous savez ce qui se passe à Uranium Place à Berlin? Il y a des Africains qui ont mis des tentes et ils dorment dans la rue. On n'a jamais montré les sous-sols des métros en Afrique. Quand on présente Francfort, on nous montre les banques. On ne montre pas les mendiants. On ne montre pas des personnes. On ne montre pas des personnes qui crèvent de faim dans les rues. Mais on essaie de montrer l'image d'une Europe riche. L'image d'une Europe où il y a les droits. L'image d'une Europe où on cueille même de l'argent sur les arbres. Au vu de tout ça, pourquoi ne voulez-vous pas que des milliers de jeunes Africains perdent la vie dans le désert ou dans la mer pour venir chercher cette richesse qu'on leur présente tous les jours à la télé? Nous avons compris. Plusieurs sont morts. Et c'est ça qui nous a poussés à positiver notre échec. À se dire, oui, certes, nous sommes allés, nous n'avons pas réussi. Mais est-ce pour cela que nous allons mourir? Est-ce pour cela que nous n'allons plus vivre? L'Europe nous a tout pris, nos richesses, mais il y a une seule chose qui ne peut pas nous prendre, notre espoir. Parce que tout homme, si un jour tu perds espoir, tu es bon pour le cimetière. C'est la seule chose qui peut rester à un homme, son espoir. Et c'est ça qui est resté aujourd'hui à nous, les ressortissants d'Afrique centrale qui vivons au Mali. Je suis reparti à l'école. J'ai eu le baccalauréat, sans aide. Je dis bien sans aide. C'était en creusant des puits. Ce n'était pas un projet qui m'a aidé. Je l'ai fait avec d'autres personnes. Nous avons créé notre association. Nous avons fait des formations au niveau de Bamako, en comptabilité, en gestion associative, en montage de projets. Aujourd'hui, je suis consultant en migration de transit. On m'invite dans les universités. On reçoit des stagiaires qui viennent des universités européennes à Bamako pour que moi, le petit migrant que je suis, les forme en migration de transit. C'est parce qu'on a voulu se développer. C'est parce qu'on a voulu être aujourd'hui des co-acteurs. Et alors, depuis 2006 donc, il y a eu ces phénomènes d'aide que nous avons connus avec des ONG. Parce que l'aide, elle est différenciée de deux façons. Il y a l'aide étatique qu'on donne à nos États chaque année à travers le FED, le Fonds européen de développement. Je prends un exemple concret. Supposons annuellement, on donne au Cameroun 10 millions d'euros. Mais est-ce que vous savez que l'argent que la diaspora camerounaise en Europe envoie chaque année au Cameroun est 10 fois supérieur à l'aide que l'Europe peut donner au Cameroun? Alors de quelle aide s'agit-il? Ce n'est qu'un business. Ce n'est qu'un business pour continuer à mater cette population. Depuis des années, l'Europe soutient un dictateur au Cameroun. Le Cameroun, c'est le premier pays où il y a une dictature interne dans le monde. Vous n'avez jamais vu une telle dictature, elle existe. Allez au Cameroun, vous allez le voir. Mais il est là, pourquoi? Parce que c'est un élève de l'Europe. Parce qu'il fait ce que l'Europe lui dit. Donc nous avons dit, nous à Bamako, nous ne ferons pas ça. Nous n'accepterons pas l'aide telle qu'il est définie aujourd'hui par certaines ONG à travers le monde. Une aide qui est ficelée. Une aide qui est ficelée dans leur bureau. Une aide qui ne répond pas aux demandes du groupe cible. Une aide qui est prédéfinie sans avoir au préalable discuté avec les éventuels bénéficiaires. Un exemple très clair. À Bamako, il y a ce qu'on appelle le CIGEM, le Centre international de gestion des flux migratoires, qui a été créé par l'Union européenne à hauteur de 10 millions d'euros. Ce centre existe à Bamako. Il finance toutes les associations qui sont crédibles. Ça veut dire, c'est pour qu'on puisse voir que l'Europe finance des associations.
Donc aujourd'hui, ils savent que je suis à Francfort. Demain, ils vont m'appeler pour me dire, oui, tu as parlé devant une grande assemblée. On sait que tu parles de la migration. Est-ce qu'on ne peut pas te financer un projet? Sans toutefois te demander de quoi il s'agit. Mais je vous dis, ils vont m'appeler parce qu'ils savent que je suis ici. C'est comme ça que l'aide est prédéfinie aujourd'hui. C'est un business. C'est juste pour se faire voir. C'est pour dire, voilà, c'est pour voir marqué sur un papier. Bot for Even, Medico, Caritas International, ou bien Action contre la faim. J'étais à Saloum, à la frontière entre la Libye et l'Égypte, pendant qu'il y avait le bombardement à Benghazi. J'ai fait une mission volontaire là-bas. Il y avait toutes les associations du monde que vous connaissez, toutes les ONG. Mais il n'y avait aucune planification qui était faite. À chaque fois qu'on devait donner des denrées alimentaires, il y a une ONG qui apportait du pain, une autre qui apportait du pain, une autre qui apportait du pain, une autre qui apportait du pain. C'était juste pour qu'on sache que ces ONG étaient là-bas. Mais au final, qui souffrait, c'était les migrants. Donc c'est comme ça aujourd'hui que le mécanisme d'aide des ONG est fait, sans études préalables. Nous, au niveau de la RACEM, nous travaillons avec des ONG. Et ces ONG, nous entretenons des relations de partenariat et non de relations d'ONG à personnes assistées. Parce que moi, en tant que président coordinateur de projet de la RACEM depuis 2006, j'ai refusé des fonds. Les partenaires médicaux peuvent le dire. J'ai refusé des milliers d'euros. Je suis pauvre, je n'ai rien. Je suis venu avec un petit sac d'eau. Je n'ai même pas de valise pour venir à Francfort. Donc ça veut dire que moi aussi, je pouvais m'acheter une grosse voiture, comme fait l'OIM ou bien le ACR à Bamako. Les programmes sont définis. On vote des fonds pour apporter de l'aide. Mais 95% de ces fonds partent pour les salaires de ce qu'ils appellent des experts. Partent pour les voitures des experts. Partent pour les missions des experts. Et au profit, les bénéficiaires n'arrivent même pas à recevoir ce qui a été planifié. Aujourd'hui, je le dis solennellement, une autre façon de voir l'humanitaire est possible. Elle est possible pourquoi? Cela passe par la réhabilitation de nos propres principes dans nos différentes ONG. En sachant que pendant que nous restons basés sur nos idéologies de 40 ans, la migration et les situations à travers le monde évoluent. Donc j'invite les ONG aujourd'hui, lorsqu'ils veulent faire une intervention quelque part, aller vers les bénéficiaires, se renseigner sur les probabilités qu'il y a par rapport au climat, par rapport même au profil de ces bénéficiaires, parce que le CIGEM, pour dépenser les 10 millions d'euros que l'Europe les a donnés, il y a eu 250 professeurs de français qui étaient en Côte d'Ivoire, des Maliens, qui sont revenus quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui s'est passé? Le CIGEM a planifié une action de réinsertion. Ils sont allés au marché, ils ont acheté des machines à coudre, ils ont acheté des machettes pour faire l'agriculture, et c'est ça qu'ils ont distribué aux 250 professeurs. Donc ça veut dire qu'aucune étude n'était faite. Donc arrêtons de penser que l'Afrique c'est un pays, l'Afrique c'est un continent, avec plus d'une cinquantaine de pays, et tous les Africains ne se ressemblent pas. Je vous remercie. Danke, Romeo. Und ich glaube, wir haben gelernt, dass man euch nicht nur die Hoffnung nicht nehmen kann, sondern vor allen Dingen auch nicht die Würde. Ja? Und gestern hat Raul gesagt, ihr müsst auch mal Nein sagen. Und wir haben heute gehört, dass du Nein gesagt hast. Und vielleicht ein kleines Beispiel dafür. Jetzt bitte ich Miriam, sage Maas, ans Podium. Menschenrechte sind in aller Munde, wir führen Kriege für die Menschenrechte, sie sind Teil unseres eigenen professionellen Sprechens, wir gehen sehr gern von Human Rights Based Approach und schon sind die Menschenrechte gesichert, also wir sind die Guten. Wenn Sprache Wirklichkeit schafft, dann sind die Menschenrechte vor allen Dingen eine Methode und Technik. Das European Center
for Constitutional and Human Rights, ich übersetze das jetzt nicht, ja, dem die Miriam als stellvertretende Direktorin vorsteht, hat einen anderen, ein politischeres Herangehen an diese Frage und wird uns das jetzt auch vorstellen. Genau. Genau, du hattest in der Vorbereitung sozusagen mit dieser schönen Frage angefangen, also ob wir in unserer Arbeit eigentlich den Menschenrechten und dem Rule of Law zum Durchbruch verhelfen. Und da würde ich sagen, nein, das ist eigentlich gar nicht, was wir irgendwie machen wollen. Wir denken, dass insgesamt der Menschenrechtsdiskurs und damit auch verbunden, der häufig sich reduziert auf, wir wollen uns für eine Rule of Law einsetzen, ja, also Menschenrechte, Rechte sollen für alle gleich gelten und geht halt von dem sehr bürgerlichen und liberalen rechtstheoretischen Verständnis aus, dass solange wir nur irgendwie gleiche Rechte haben, wir uns dann auch irgendwie gleich und gerecht sozial, ökonomisch und kulturell entfalten können. Das greift insbesondere, wenn wir uns im globalen Kontext bewegen und uns fragen, was bedeuten eigentlich die Menschenrechte im globalen Kontext und nicht nur in einem europäischen oder angloamerikanischen Kontext, greift das insbesondere dann zu kurz. Und weil Recht immer etwas ist, was politisch und sozial erkämpft werden muss und weil Rechte immer etwas sind, das hinter Rechten und Rechtsprozessen steht, immer eine soziale und auch eine politische Auseinandersetzung. Und wir gehen bei unserer Arbeit ganz klar von den linken Kritiken am Recht aus. Also Recht ist ein Herrschaftsinstrument und das Recht der globalisierten Weltwirtschaft ist ganz klar männlich, heterosexuell, bürgerlich und sichert eben auch die Interessen genau dieser Gruppe. Die vermeintliche Gleichheit aller vor dem Gesetz verschleiert natürlich, wenn man das einfach nur so postuliert, natürlich gesellschaftlich, ökonomische und geschlechtliche Machtverhältnisse und Ungleichheiten. Und auch die Fokussierung auf das Individuum in einem Rechtsverfahren, da geht es in den allermeisten Fällen geht es natürlich um individuelle Rechte, die gegen irgendjemanden durchgesetzt werden sollen oder auch nicht, verschleiern oder haben natürlich das große Potenzial, die eigentlichen strukturellen Probleme, die hinter diesem individualisierten Konflikt stehen, die strukturellen Probleme können sehr leicht verschleiert werden. Und natürlich, wie du es auch schon angedeutet hast, sind Menschenrechte, muss man die auch vor einem postkolonialen Hintergrund sehen. Also Menschenrechte und Rechtsstaatsdialoge werden allzu oft geführt, um eigentlich neue Märkte zu erschließen für westliche Unternehmen. Das ist ganz klar. Wir verstehen darum unsere Arbeit mehr und wollen unsere Arbeit mehr auch sehen eigentlich als eine juristische Intervention, weil wir nämlich glauben, dass Recht trotz der ganzen Paradoxien, die im Recht sind, der ganzen Problematiken, die im Recht stehen, eine Chance bieten. Der rechte Diskurs, juristische Verfahren bieten eine Chance, weil Recht eben nicht ganz unmittelbar gekoppelt ist an Macht- und Herrschaftsverhältnisse, sondern weil Recht eine eigene Dynamik hat und eine Eigenlogik hat oder haben kann und dass über Recht werden eben auch frei oder können Freiräume geschaffen werden, in denen man soziale Kämpfe voranbringen kann und verhandeln kann. Und darum denken wir auch und wollen wir unsere Arbeit, verstehen wir unsere Arbeit, dass wir einfach ein Mittel anbieten im Kampf um soziale Interessen und Auseinandersetzung. Und ich würde auch sagen, dass angesichts dessen, dass unser gesamtes Weltwirtschaftssystem komplett verrechtlicht ist, also alles ist rechtlich abgesichert, ökonomische Interessen sind komplett gesichert juristisch, dass ich auch glaube, dass obwohl natürlich soziale Kämpfe politische Kämpfe sind, dass es trotzdem auch gerade deshalb wichtig ist, den Rechtsdiskurs zu nehmen, weil eben diesen ökonomisch abgesicherten Rechten müssen eben soziale Rechte und Menschenrechte entgegengesetzt werden. Und wir kommen auch, glaube ich, ein Stück weit leider in einer juridifizierten Welt nicht mehr ganz drum herum, Rechte und den Rechtsdiskurs zu nutzen und auch Rechtsverfahren zu nutzen.
An einigen Beispielen will ich jetzt aufzeigen, nochmal konkreter, wo wir die Chancen im Rechtediskurs und juristischen Verfahren sehen. Und zwar bieten juristische Verfahren die Möglichkeit, in bestimmte politische Auseinandersetzungen zu intervenieren. Und gerade in dem Fakt, dass Rechtsverfahren eben auch sehr fokussieren und zum Teil sehr individuelle einzelne Fälle herausgreifen, können sie aber auch Kristallisationsmomente bedeuten für politische Auseinandersetzungen. Das kann man beispielsweise sehen in den Verfahren um die argentinische Militärdiktatur. Die haben angefangen, es gibt absolute Straflosigkeit in Argentinien, keiner will, es gibt Amnestien für die Diktatur und Militärjunta. Aber hier in Europa haben Strafverfahren angefangen, verschiedene europäische Verfahren. Und es ist in verschiedenen europäischen Staaten ist es zu Haftbefehlen gegen die ehemaligen Diktatoren Videla und Massera gekommen. Und das hat einen Prozess in Argentinien angestoßen, zu sagen, okay, wir wollen die nicht ausliefern nach Europa, wir wollen unsere Diktatoren bei uns zur Verantwortung ziehen. Und man sieht den ganzen Vergangenheitsaufarbeitungsprozess, der durch solche juristischen Verfahren in Argentinien angestoßen worden ist. Ich denke auch, dass weiterhin ist schon allein das Dokumentieren und Zusammenfassen des geschehenen Unrechts in einem offiziellen Dokument, das an einer offiziellen Stelle vorgebracht wird, dass das in sich selbst ein sehr wichtiger Prozess ist. Das hatten wir, ich denke beispielsweise dafür, wir haben zusammen mit einer kolumbianischen Gewerkschaft unter anderem auch zusammen mit Miserior haben wir eine Strafanzeige gegen den Nestle Management und Nestle Konzern erstellt. Und wir haben da mit der Gewerkschaft zusammen, wir haben ihre gesamten Archive, wir haben auch die Dokumentation der Solidaritätsbewegung in der Schweiz, in Deutschland und Kolumbien durchgearbeitet und zusammengefasst und mit den Gewerkschaften eine Strafanzeige erarbeitet, in der wir das ganze Ausmaß der Verfolgung durch sowohl den Konzern als auch durch Paramilitärs der Gewerkschaften über verschiedene Jahre, die dann zur Ermordung eines Gewerkschaftsführers geführt hat. Das zu dokumentieren und einfach das Material zusammenzusuchen, sich darüber politisch auseinanderzusetzen und genaue Verantwortung auch herzustellen und zu sagen, das ist jetzt eben auch nicht nur die politische Skandalisierung, dass wir sagen, ja, Nestle, hier, ihr seid irgendwie verantwortlich, wenn eure Gewerkschafter ermordet werden, sondern die genaue Zurechnung zu sagen, ja, mit der Rechtstechnik nach rechts, sozusagen mit dieser Technik, die Technik angewandt, kann man sagen, ihr tragt da eine Verantwortung und ihr seid mit dafür verantwortlich und ihr hättet was unternehmen müssen, als die Bedrohungssituation in Kolumbien besonders eskaliert ist. Das Ziel von solchen Sachen ist eben auch, dass irgendwann, dass ab einem bestimmten Punkt ein bestimmtes, das Unrechtsgeschehen nicht mehr geleugnet werden kann. Dass man sozusagen, man zwingt vermeintlich unabhängige Autoritäten, sich mit einem Fall auseinanderzusetzen. Und Betroffene haben die Gelegenheit, ihre Geschichte vorzubringen und daraus wird ein Narrativ, das eben nicht mehr so schnell weggewischt werden kann, weil es nicht nur eine Pressemitteilung ist oder nicht nur ein politisches Pamphlet, sondern weil sich über Jahre Staatsanwälte mit sich dem Thema beschäftigen musste, renommierte Strafverteidiger auch irgendwie Gegenargumente finden mussten und man immer wieder was dagegen halten kann. Das kann man sehr schön meiner Meinung nach sehen in unserem Fall, dass wir gegen ein hier in der Region ansässiges Ingenieursunternehmen geführt haben, die einen Staudamm im Sudan gebaut haben. Und sie haben das sehr schön gemacht, aber es sind 4.700 Familien einfach aus ihren Dörfern geflutet worden. Und seit 2012 ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt in diesem Fall. Und inzwischen bin ich der Meinung, dass einfach nur nach der Aktenlage das, was geschehen ist, kann nicht mehr geleugnet werden. Es ist jetzt nur noch die Frage, ja, wie verantwortlich sind jetzt die Manager nach dem deutschen Recht oder nicht. Aber auch diese deutschen Manager sind inzwischen 4, die da beschuldigt sind. Die mussten jetzt, ja, wir haben jetzt 3 der renommiertesten Strafverteidiger, die sich mit dem Fall beschäftigen müssen. Und ich sage, das ist was. Ja? Wir zwingen die vermeintlich Mächtigen, die eigentlich das Recht auf ihrer Seite haben, zwingen wir, sich mit den Geschichten und den Katastrophen der Betroffenen auseinanderzusetzen. Damit das, so wie ich es beschrieben habe, auch wirklich funktionieren kann, das bedarf bestimmter Voraussetzungen. Und zuallererst kommt es natürlich entscheidend darauf an, dass die Betroffenen und ihre Organisation, ihre soziale Bewegung, diese Verfahren auch als ihre eigene begreifen können und dass sie diese Verfahren auch ein Teil ihres politischen Kampfes sein können. Das geht nicht immer. Nicht immer muss ein juristisches Verfahren sinnvoll sein.
Und das Schlimmste, was sozusagen passieren kann, und das sieht man, das passiert auch zuhauf, dass das dann irgendwann so ein Verfahren ist, die Weißen zoomen da rein, nehmen sich die Geschichte und verschwinden in Nordamerika oder Europa. Und der ganze Rechtsstreit ist sozusagen ein europäisches Expertengeschichte. Und es geht dann nur um die Rule of Law, es geht nur darum, irgendwie jemanden zur Verantwortung zu ziehen, und der politische Kampf geht aber dabei verloren. Es fehlt an der Rückkopplung. Es ist halt, und wir sehen das auch nur, dass unsere Fälle wirklich nur funktionieren, wenn wir Partner haben, die sagen, das ist unsere Sache, wir wollen genau diese Sache auch ernst nehmen, und wir wollen sie auch, wir verstehen dieses juristische Mittel als ein Instrument in unserem Kampf. Das hat sehr gut in dem Neste-Verfahren funktioniert. Anwälte und Gewerkschaften in Kolumbien haben natürlich alle Verfahren genutzt, die sie haben in Kolumbien. Sie sind von Interamerikanischen Gerichtshof gegangen und sind dann irgendwann auf einem Workshop, den wir zusammen mit Miseria gemacht haben, gekommen und gesagt, ja, und jetzt ist es, finden wir der Meinung, es ist der richtige Zeitpunkt, diesen Fall zu euch nach Europa zu bringen, ja. Wir haben irgendwie hier alles versucht und jetzt müsst ihr euch mal damit auseinandersetzen. Und wir wollen es genau in der Schweiz haben, weil die Schweizer sollen sich mal damit auch auseinandersetzen. Wir haben dann auch, es blieb dann auch nicht nur bei diesem Schweizer Verfahren, sondern haben wir gesagt, okay, weiterzuschauen. In Kolumbien herrscht ein interner bewaffneter Konflikt und damit fällt das eigentlich in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Aber der Internationale Strafgerichtshof, jemals unserer These nach, hat natürlich auch eine sehr selektive Anklagepraxis. Das sind immer die relativ unbedeutenden, ökonomisch nicht so, oder zumindest ökonomisch interessanten, aber in der Position, wie sie bestehen, afrikanischen Staaten, die in der Position, in der sie sind, bleiben können. Und darum kann man auch wunderbar, die sind ökonomisch natürlich sehr interessant, aber sie sollen so bleiben, wie sie sind. Und darum können wir da auch über die Kriegsverbrecher zu Gericht sitzen. Staaten wie Kolumbien, Israel, Gaza, Sri Lanka, ist das alles sehr viel schwieriger. Und darum sagen wir nein. Und das haben wir auch zusammen mit den Gewerkschafts-, dem Dachverband und auch der Neste-Gewerkschaft gesagt, so nein, wir wollen uns genau diesen Fall jetzt auch, oder diese Fälle, diese systematische Verfolgung von Gewerkschaften als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, gegen das auch ermittelt werden sollte, gegen auch die Partner der Amerikaner. Genau, Moment. und insofern, genau, also, und wir sehen dabei auch zusätzlich dazu, dass es uns darum geht, die sozusagen solidarisch zu sein mit den sozialen Kämpfen im globalen Süden, sehen wir auch sozusagen, und das halten wir als ein sehr europäisches Thema, ist nämlich, dass wir sagen, wir hier in Europa, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Finden wir, wollen wir so, dass unsere Akteure, unsere europäischen Unternehmen so derartig in einem Freiraum der Unverantwortung bewegen können, ja? Dass sozusagen alle ihre Interessen und sind komplett juristisch abgesichert, aber sie sind selber für die Konsequenzen ihres Handelns eigentlich nicht verantwortlich. Und dass wir sagen, das sollte entgegen unseres Interesse, also das ist nicht unser Interesse, und darum ist auch Ziel unserer Arbeit, sozusagen mit Recht gegen das bestehende Recht zu stehen und zu kämpfen und juristische Verantwortung wiederherzustellen, die bewusst ausgezorst ist. Und sozusagen wir sagen, dass wir wollen, darum bedienen wir uns bestimmter Rechtsdiskurse, die auf der UN-Ebene laufen, die man auch alle sehr kritisieren kann, aber wir sagen, ja, wir wollen diese Diskurse nehmen, ja, wir wollen das vermeintliche UN Guiding Principles on Business and Human Rights, wir sagen, ja genau, da steht drin, dass so Unternehmen haben eine Verantwortung, und was bedeutet das eigentlich in unserem deutschen Recht? Ich denke, diese Arbeit, die wir machen, betrifft gerade im Moment Pakistan und die Gewerkschaften, mit der wir dort in Pakistan zusammenarbeiten, wo es darum geht, eben das Outsourcing von Verantwortung in der Textilindustrie ist wunderbar juristisch abgesichert. Grundsätzlich haben die großen Firmen hier im Westen keine Verantwortung dafür, wenn eine Fabrik in Pakistan abbrennt, weil die Verträge so kettenlang sind, da hat man gar nichts mehr mit zu tun, mit der eigentlichen Fabrik. Und unser Ziel ist genau das wieder rein sozusagen umzudrehen und zu sagen, nee, aber es gibt bestimmte Situationen, da habt ihr eben doch eine Verantwortung. Und ihr müsst sozusagen diese Risiken, die ihr vermeintlich outsourcen wollt, müsst ihr eigentlich wieder integrieren, und ihr müsst dafür gerade stehen. Dass das noch ein langer Weg ist, dessen sind wir uns sicher. Aber insofern verstehen wir, aber wir denken eben insbesondere, es ist ganz fatal, den Menschenrechtsdiskurs als einen Rechtsstaatsdiskurs zu verstehen, sondern es muss ein Recht, und Menschenrechte müssen
dabei muss es darum gehen, dass es Kämpfe um soziale Gerechtigkeit und Partizipation unterstützt werden und durch Recht abgesichert werden. Miriam, vielen Dank. Fehlt nur noch die soziale Bewegung hier, ja, die auch dafür eintritt, dass die deutschen Unternehmen verantwortlich gemacht werden und wir nicht nur den wunderbaren professionellen Beistand durch ECCHR haben. Wir kommen zu einem Ort, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, jedenfalls die Menschenrechte von Minderheiten, Sri Lanka, und zwar in einer unvorstellbaren Weise. Das Touristenparadies Sri Lanka, in dem, wenn man einer ethnischen oder religiösen Minderheit angehört, kein oder gar eine Frau ist, kein Recht mehr gilt. Es ist ein Unort in dieser Welt, wenn man an die Kriegsverbrechen denkt von 2009, 40.000 bis 70.000 Tamilen wurden in wenigen Wochen ermordet unter den Augen von UN-Beobachtern. Niemand weiß darüber, niemand spricht darüber. Medico, gemeinsam mit Miserior und Brot für die Welt. Wir versuchen unser Bestes, das Thema trotz allem sichtbar zu machen, aber es ist eine schwere Arbeit. Denn wenn man als Hilfsorganisation unter solchen Kontexten arbeitet, kann man sehr schnell Komplize dieser Prozesse werden. Man kann durch Beschweigen und nicht öffentlich machen dieser Prozesse Teil des Vertuschens werden. Aber auch für Leute wie Shrin, die selbst in ihrer eigenen Geschichte diese doppelte und vielfache Verfolgung an ihrer Familie und in ihrem eigenen Leben erlebt hat, steht vor diesem Problem. Wie bewege ich mich hier bei dieser Situation, wo einerseits die Touristen kommen und andererseits schwere Kriegsverbrechen begangen werden? Und wie kann ich hier doch unter diesem großen diktatoriellen Druck, wie kann hier erfolgreiche Bewegung, soziale Bewegung entstehen, Widerstand entstehen? Und wie können doch Räume geöffnet werden für eine Politik, die näher an den Menschenrechten dran ist? Shrin, ich bitte dich. Hi, good evening, everybody. What I'm going to talk here is about our small struggle. These are very small steps. But the movement that I'm going to talk about is based on this individual women's struggle, right? It's the place that we are right now in Sri Lanka is, I'll just talk about a bit about the history because many of you people will know what happened in Sri Lanka. We had a 30 years of civil war between a Tamil minority representative group called, Tigers, who fought for a separate territory and self-determination from the majority community that is called Sinhalese. The war came to an end in 2009 May, right? The war was witnessed by entire world, right? I was there in the war zone in 2008 September when the Sri Lankan government announced that they would not care for anybody, that they are going to bomb a territory where the Tigers were holding about 300,000 people in a small stretch of area. The first vehicle that pulled out from the area where these people were trapped was UNHCR. Their mandate is to protect refugees. They were the first to leave. So many of us didn't have other option other than leaving those areas. The killing happened without any witnesses. Witnesses were the very people, families who lost family members in numbers. I was in the United States, in India, and Pakistan as well. All these countries supported Sri Lankan government to finish off the war. And they said, I'm telling you, I was in the United States in a lift with a senator, and I was told that the numbers are not enough, the death numbers. How many you are talking about? 200 a day? It's still not genocide. Now they are trying to pass a resolution, a war crime charge, and a genocide. After 40,000 people perished within 3 months in my country.
Now we have inherited a dictatorship. Four brothers basically rule my country. The military budget is more than the wartime budget. We have in north part of Sri Lanka, every family has one military. That is the proportion. And out of the 19th unit of Sri Lankan military, 16 are present in the area that I come from. You don't see military as military because it's camouflage. The areas are so camouflaged that military is basically doing everything. They are in education. They are in tourism. You go to Sri Lanka, whale watching is done by military. Hotels are run by military. You get a tour of the last bit of the war where that 40,000 people perished. There is a tourist hotel. They'll take you to the Tamil Tiger leader's home, Prabhakaran's house, as a tourist. It is celebrated. The triumphalism and the victory is so huge that the Tamil women who lost their kith and kin can't grieve. If they grieve, military comes to your house. If you light a candle, you are accused. All the martyrs cemetery, the LTT cemetery, where LTT also recruited children. Many mothers today suffer of that. All those are bulldozed. And they have been turned into either playgrounds or monuments for the soldiers who won the war. And in your country, there used to be an ambassador or deputy ambassador, Jagat Dias. ECCHR helped us to evict that guy. He was commanding the 53 unit that killed large number of people. The Sri Lankan government is in the process of appointing military commanders as ambassadors. The deputy US permanent representative who is sitting in New York in UN building is Shavindra. He is the commander who led the 58th unit where many people surrendered with white flag. To date, we don't know what happened to those people. They have been summarily executed by this guy. He's sitting in the UN building. This is what the international community has done. On top of it, there have been two resolutions passed in the UN Human Rights Council, and one more to be passed in March. Probably it'll get passed. And who is leading that? United States. On war crime, right? So I'm going to, this is what the situation right now in Sri Lanka. We don't have democracy, we have a dictatorship, we have a one-party rule, and the government has used the Western interference and the way West has been handling Sri Lanka as a way forward to increase nationalism, and Buddhism has turned into violence in Sri Lanka. There is a huge amount of attacks on the Muslim minority and the Christian churches. Because now the Sri Lankan government, and particularly Rajapaksa, who is our president, and his brothers want a common enemy. They finish terrorists, but they still want to keep terrorism in my country, so they keep attacking the minorities. Right? The ultimatum to for us, many of us who are fighting in the country, many of us women, came in 2000, last year, when the president impeached the chief justice and brought in a chief justice who was advisor to the defense secretary. So our judiciary is now militarized. So many of us women who demand justice go to courtroom, but that courtroom is now militarized. University security is done by the defense ministry. There's a compulsory training for university students who are entering, the freshmen or students. It's 6-week military training so that they don't start any form of struggle. History is retold in terms of what Rajapaksa and their brothers want to be. Right? In that context, I'm going to talk about, in a small way, what we women are doing. It is not easy. It's extremely difficult. And I'm not here to stand here to feel for
I mean, to talk about these issues and telling this story to ask you people to help, but to show that how resilient these women are. Yesterday, Saskia talked about enabling people as makers. And this is something I'm going to say, that she also talked about women having knowledge. I'm going to show you how women are not only having knowledge, but also having resilience and the courage of these women. Right? The photograph that you see right now here, this is the landscape in the north. Every area is reserved for Sri Lankan military. They are cultivating paddy, they are selling vegetables, they are even running restaurants and saloons in those areas. So the women don't have their livelihood because most of the natural resources are being taken over by the military. The water, the land, the nature, which gives livelihoods to women. So what does the donors do? Go and give them chicken, sewing machine. So these women are now with physically challenged children, husband is missing, they have to have go look for it. The entire aid is male dominant. Only thing that they have got is their body. Sex work is increasing in the north. They have got only their body. Those days we talk about rape, but now we are talking about survival sex. This is after end of the war. Right? This particular photograph is just opposite to the office, our office in Manna, where 20 acres of land was allocated to military. The government officers came and told us we don't have an option because the area, the surrounding area is all displaced people who have come back after 20 years of war, being in displacement. Right? Many of them are female-headed household. We mobilized. Overnight, 900 of us came together and wrote letters, whatever possible way, we did signature collections, went door knocked, everybody possible. The politicians, the government officers, diplomats, whoever who was visiting the country. Right? And we did go and break every time they put up the sign. Today, this land is being reallocated to the community. There is a community center that is coming up. This woman is Khadija Uma. She's from east part of Sri Lanka. In 2011, November, Sri Lankan military went in and took over a village called Ashraf Nahar. There were 69 families. All of them ran away because they had girls and all. When the military took over, the entire team came in and they were feeling insecure. This woman opted to stay in. She took up a fundamental rights violation case. Today, it is going in the courtroom. You know the military guy is a chief justice, but she's sitting in the military camp. She has undergone sexual harassment. They have broken beer bottles and all, put it on the road. She cut her leg. Her access to water has been cut off. They would put a loudspeaker and play the, she's Muslim, they play that Buddhist prayers overnight till morning. She was deprived of sleep. But today she is sitting in the military camp alone with 300 military in it. This woman, I prefer to call her Sinduja's mother. Her mother, her daughter was recruited by Tamil Tigers when she was just 14 years old. When she came cutting across end of the war from the LTT territory to the Sri Lankan government territory, there was an amnesty given, promise given by Sri Lankan government. If you surrender your family members who had connection to LTT, we will rehabilitate and return your children and your husband. Many women went and gave their children, their husbands, their brothers. She gave her daughter. Today, she's looking for her. As I'm standing here in my hometown, there's a massive grave found. 72 skeletons have been found in that grave. International community is not interested. Why?
because they are interested in last bit of the war and that 40,000 people who got killed. But this grave is old. Probably 1998, 2000 killings. Nobody is interested. She is interested. She lost her child in 2009. But she said, there are many women, mothers who have lost children. I'm going to go soon. I'm going to go to the court and ask DNA test somewhere. There are many women who go to streets. When Navi Pillay came, you know what, who Navi Pillay is, the UN human rights chief. There were lots of protests on the street at the cost of being harassed, being pushed, being stopped. People went onto the street in the north and the east and the south as well. We do confront military and police coming and trying to crush us, but we still stand up. And one of the things that the Sri Lankan, the tendency of it, that if you lead any protest, you disappear. There's something called white van without number plate. It comes and takes you. That's the end of you. There are so many, 2,000 so far, 2,000 odd complaints so far that we have, people have been abducted. And these are many of them frontline fighters or the journalists or human rights activists. We can't go close to our president, but at least we stand under his posters and do the protest. This is one of the, in the south also, like since the military, because of the defeat, since the military has taken over most part of the control, the law and order is mostly now done by the military. So there have been quite a few protests where military went in and shot people. One of it is in the free trade zone, where they were asking for minimum wage and the military went and shot people. And another place where they were asking for clean water and my government gave bullets to the people. And many journalists have been abducted. This is usual scene in the streets where this is one of the women, is the famous cartoonist who disappeared in Sri Lanka. You would see vigils like this in Sri Lanka. This woman in the middle is the one and only person who has been, woman who has been elected in the Northern Provincial Council after 25 years of not having election. She is somebody who is leading the movement in Sri Lanka right now for Sarandis. It's very interesting now, the international community labeled all Sri Lankan people who went missing, surrendered, disappeared, because we have a special repertoire on disappearance, right? Anandi fights saying that it is not disappearance. My husband didn't disappear because I went and handed over to a particular Sri Lankan military unit. I know the perpetrators. She has been standing on that ground and she got second when she ran for election next to the mayor of Northern Province. And also Sri Lankan military is infamous for raping women. We have been finding it very difficult to take up cases. Since 2002, we have brought in only 2 cases against Sri Lankan military. And to date, we have not been able to get any verdicts. There's one case where a mother in 2010, when she returned, 5 Sri Lankan military guys raped them. Because in Sri Lanka, the Prevention of Terrorism Act has been systematically used to rape women because they can be accused of terrorist and rape is being used as a torture weapon, right? It's extremely difficult for women to come up. And in last November, that a group of us, yeah, okay, a group of us mobilized in the north and the east. We have done this bus, but if you carefully look at it, we just took the newspaper articles and then put it on the bus, embossed it, so that it's that we are not accused of saying anything. This is all what appeared on newspapers. And then we also collected clothes of
those women who got raped, because that is the witness of what happened to me when I get raped. It is the witness, right? We started collecting the clothes from the eastern province and ended up in the north tip part of the Sri Lanka. When we ended up, we had about 100 odd clothes. Well, it is Richard who raped the perpetrator, men in uniform or somebody, and where and when. And this was done publicly. Yes, of course, CID and Terrorism Investigation Unit and all these people came and investigated, but we are still not giving up. I mean, all this activism involves a price. You will be a target. You will be followed. Your family member will disappear. You will get raped. But all these things are done on a voluntary basis. Nobody is funding us. And we don't want any money because this doesn't have any monetary value. In fact, I am really scared that the way that donor agencies and aid agencies are chasing us, we are really scared because prior to end of the war, we were all divided because of the competition, because of the agenda that has been brought by the donor agencies. We were deeply divided. We are coming together and we have asked the donor agencies to stay away from us. Thank you very much. Ja, Shrin, vielen Dank. Es ist sehr, sehr schwer, das zu hören und sich vorzustellen, wie ihr das macht, mit einer solchen Geschichte im Rücken und so nah. Und dann doch uns auch ein paar gute Nachrichten zu geben, dass Leute Kraft haben, zu widerstehen. Herr Spiegel, Sie haben das sicherlich selber an eigenem Leib erlebt, dass Leute das beherrschen, ja, dass sie in einer aussichtslosen Lage sich befinden und doch Kraft finden, Widerstand zu leisten. Die katholische Kirche schlägt uns ja jetzt ein paar Sachen vor, wie wir Solidarität definieren können. Ja, wenn ich das sehe, Papst Franziskus spricht von der Option für die Armen. Ich begreife das als einen Perspektivwechsel, auf, dass wir weggehen von den wirtschaftlichen Interessen und die Welt uns aus der Sicht der Armen und Ausgegrenzten betrachten. Miserio hat diesen wunderbaren Slogan, um den wir sie beneiden, mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der Armen. Wobei das ja so schön drinsteckt. Wie setzt sich also Miserio unter Ihrer Führung, Sie machen es ja noch nicht so lange, in diesen Zwängen aus, die wir als Hilfsorganisation alle haben, dass wir eigentlich wissen, was für eine Solidarität nötig wäre und gleichzeitig stehen wir vor dem Problem, dass wir Hilfsbusiness haben, dass wir einen Hilfsmarkt haben, einen Spendenmarkt haben, dass unsere komplizierten Botschaften nicht verstanden werden. Wie kann man also eine Parteilichkeit haben, eine Solidarität zeigen und gleichzeitig das entsprechende Geld sammeln, das auf einfache Botschaften vielleicht angewiesen ist? Geben Sie uns mal einen Tipp. Vor dem Tipp habe ich eine technische Herausforderung. Wie komme ich zu mir rein? Ja, aber ich wollte von Sri Lanka jetzt wieder nach... Ja, helfen Sie mir. Versuchen. Ah, ich habe es ja fast gesagt. Diese? Die? Ja. Alles klar, gut. Danke. Ja, wir beginnen mit einer Frage. Wie wollen und werden wir leben? In der Tat, was ich gehört habe, das macht mir Zorn und Wut. Und wir merken, dass es um Respekt geht. Deutschland hat 1% der Weltbevölkerung, Europa hat 7% der Weltbevölkerung. Und wir haben bei Miserio gemeinsam mit unseren 2500 Partnerorganisationen im Süden stellen wir diese Frage, wie wollen und wie werden wir leben? Um unseretwillen, um des Planeten Erde willen und um der zukünftigen Generation willen. Und Romeo, Sie haben es sehr schön gesagt,
Wir brauchen die Ideen, die Kreativität, die Hoffnung der Menschen des globalen Südens, um den Weg zu finden für eine Zukunft, in der alle gelingendes Leben leben können. Bei Entwicklungszusammenarbeit geht es nicht nur um Projekte, um Hilfsprojekte, um Geldprojekte. Es geht um viel mehr, es geht um voneinander lernen, einander zuhören, Perspektive der anderen zu hören, zu lernen. Deswegen sind wir gerade in den Schwellenländern unterwegs, in den sogenannten BRIC-Staaten, um über Projekte hinaus an dieser Frage uns abzuarbeiten. Und wir stellen Fragen, weil wir keine Antworten haben. Ich fand es sehr schön, geben und nehmen müssen wir überwinden. Wenn wir nur geben würden und nicht lernen würden, hätten wir die Lösungen. Wenn ich also jetzt versuche, über Entwicklung nachzudenken, geht es nicht darum, unser Entwicklungsmodell zu exportieren in den Süden. Oder unsere Idee von Entwicklungszusammenarbeit und von Wirtschaft. Nein, es geht eher darum, dass wir gemeinsam fragen, was heißt Entwicklung? Gibt es überhaupt ein permanentes Wachstum? Was bedeutet es, wenn unser Lebensstil, unser Konsumstil globalisierbar wäre für unseren Erdplaneten? Wie können wir lernen? Ich möchte Ihnen einige Hintergründe nennen, an denen wir dran sind. Krisen im globalen Regierungsdenken. Wir sind überzeugt bei Miserio, dass weder die politische noch die ökonomische Seite eine Antwort gefunden hat, die auf Augenhöhe steht mit den Herausforderungen, die uns die gegenwärtige Wirklichkeit stellt. Und wir stehen vor wahnsinnigen Herausforderungen. Wir sind überzeugt, dass wir nicht nur im Wechsel innerhalb einer Epoche sind, sondern dass wir, ja, dass eine neue Epoche vorsteht und wir nach Wegen suchen müssen, damit allen Menschen gelingendes Leben möglich ist. Die asymmetrische Globalisierung, möchte ich sie nennen, schreitet immer weiter voran. Sie kennen die Zahlen, es gibt 840 Millionen Hungernde, es gibt 1,2 Milliarden Menschen, die kein sauberes Trinkwasser haben. Es gibt 2,4 Milliarden Menschen, die keine sauberen hygienischen Bedingungen haben. Das alles bedeutet Krankheit, zu frühen Tod. Als ich 1990 nach Brasilien gekommen bin, wurde in den Dokumenten der Soziologen von Armen gesprochen. Mitte der 90er Jahre wurde von Armgemachten gesprochen. Ende der 90er Jahre von Excluidos, von Ausgeschlossenen. Und Mitte des letzten Jahrzehnts von Lixo. Millionen Menschen sind Müll, weil sie weder dem Konsuminteresse noch dem Wirtschaftsinteresse der Eliten dienen. Wo entwickeln wir uns dahin? Wie wollen und wie werden wir leben? Es geht also um viel mehr als um Projektarbeit, es geht um eine neue Logik. Wir erfahren, und das wurde selbst von wichtigen Bankleuten in Davos auf dem letzten Weltwirtschaftsforum gesagt, die monetäre Globalisierung ist an die Wand gefahren. Alles zu verwirtschaftlichen, zu militarisieren und zu verrechtlichen, diese Logik bringt uns nicht weiter. Klimawandel, eine der weiteren Herausforderungen, an denen wir dranstehen. Wir sind überzeugt, dass der Klimawandel die Asymmetrien, die in der Welt vorhanden sind, verstärkt. Er wird den Hunger verstärken, er wird Flüchtlingsbewegungen verstärken, er wird Ausgrenzung verstärken. Und wir alle wissen, die wir hier sind, dass die Ursachen des Klimawandels, seiner Industrialisierung, nicht in den Ländern des Südens, sondern in der westlichen Industrieländern liegt. Da haben wir etwas zu bringen. Gleichzeitig wachsende Ungleichheit. Damit meinen wir sind überzeugt mit anderen Analysen, dass das Nord-Süd-Paradigma beginnt sich aufzulösen. Prekäre Lebensverhältnisse gibt es nicht nur im Süden, die gibt es bei uns. 7 Millionen Menschen in Deutschland leben in prekären Lebensverhältnissen. 7 Millionen. In allen Ländern des Südens gibt es Winkel und Orte von Konsumorientiertheit, von Finanzprioritäten,
Es gibt bei uns holprige Straßen wie im Süden. Ich will es nicht gleich machen. Aber da ist etwas in Bewegung. Nord-Süd. Ich habe noch gelernt im Studium Soziologie, die Dependenztheorie. Und wir wissen heute, dass die Dependenztheorie, dass es in den eigenen Ländern des Südens Eliten gibt, die ausgrenzen, die gleiche Logik unterwegs sind wie die im Norden. Deshalb meinen wir, dass in den Aufbrüchen, in der Suche, sei es im arabischen Frühling, sei es in Brasilien, dass da Menschen sagen, stopp. Da werden Gelder ausgegeben für Stadien zu bauen in Brasilien für die WM und 200 Meter entfernt sind Krankenhäuser, wo Menschen nicht genügend Betten haben, um überhaupt untergebracht zu werden, um grundelementare Gesundheitsrechte einklagen zu können. Stopp. Deshalb schreiben wir, oder schreibe ich, ein Vetorecht der Armen. Zuerst die Armen. Die haben uns was zu sagen, die haben Potenzial. Deswegen überall dort, wo ich heute Morgen und heute Nachmittag und im Forum hörte, von den Betroffenen hören, zuhören lernen. Die indigenen und nativen Völker der Welt, sei es in Afrika, sei es in Lateinamerika, sei es in Asien, denen brauchen wir nicht zu erklären, wie Nachhaltigkeit geht. Die können uns erzählen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Vetorecht der Armen. Wie schön wäre das, wenn wir eine Wirtschaft entdecken, die im Sinne der Armen unterwegs ist. Ja, es gibt Prioritäten, aber die haben die Armen. Die Armen sagen, nein, dieses Wirtschaften dient uns nicht. Diese Logik grenzt uns immer mehr aus, raubt uns unsere Würde, raubt uns das Leben, und dort, wo Leben tödlich bedroht ist. Wir untersuchen bei Miserio die Rolle der Kirchen in der säkularen Gesellschaft. Wir entdecken, dass Kirche und die Kirchen im Süden wie im Norden beide sind. Sie haben Potenziale, um eine andere mögliche Welt mitzuerarbeiten, und gleichzeitig haben sie Ambivalenzen, die gleichzeitig störend sind und gleichzeitig fördernd sind. Wie schön wäre es da, wenn wir da eindeutiger wären, gerade als katholische Kirche und als Kirche überhaupt. All diese Hintergründe haben uns bei Miserio, und da möchte ich ein Stück weit in die letzten paar Minuten, die mir verbleiben, so unsere Werkstatt zeigen, wo wir dran sind. Wir haben bisher eine entwicklungspolitische Abteilung, die Analysen gemacht hat, Dokumente, Hefte mit anderen Organisationen, und wir haben diese weiterentwickelt in einer Abteilung Politik und globale Zukunftsfragen. Wir wollen mit den Partnerorganisationen des Südens an diese Frage drangehen, wie wollen und wie werden wir leben, damit alle gelingendes Leben haben. Und zwei große, wichtige Zukunftsfragen, an die werde ich gleich drankommen, möchte Ihnen noch vorher von Don Luis Capio, vielleicht kennen einige von Ihnen diesen Bischof aus dem Nordosten Brasiliens, der hat mich sehr bewegt und hat mir eine Vision vorgestellt, die mir nicht mehr aus dem Herzen geht. Der Rio São Francisco, der 5 Bundesstaaten, Millionen von Menschen und Fischer Lebensgrundlage gibt, sollte aufgrund einer exportorientierten Industrie, Gemüse, Obst, das dann nach Japan, nach Europa, in die USA exportiert wird, 200 Meter hoch, Wasser hochgetragen werden, Flugplätze gebaut, damit Gemüse schnellstmöglich exportiert werden kann. Und da hat er einen Hungerstreik bekommen und hat gesagt, zuerst die Bauern, zuerst die Fischer, zuerst die lokale Bevölkerung. Und er hat gesagt, wie geht es, mehr zu leben mit weniger? Wie wir mais com menos, life better with less. Sie kennen das in Bhutan, da geht es nicht nach Bruttosozialprodukt, da geht es nach Glück, nach Zufriedenheit. Wenn ich von unseren Nachdenkern hier in Deutschland, Europa höre, dass ein Mensch 100 Dinge braucht, um zu überleben, um gut zu leben, und ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland 10.000 Sachen hat, ich abzähle, was ich alles in meinem Haushalt habe, wie geht das, Lebensqualität nicht mit Leben, mit Konsumorientierung zu verwechseln? Wie können wir an diese Frage drangehen? Als Theologe habe ich gelernt, Leben in Fülle für alle geht nur, wenn wir eine andere Logik, wenn wir umkehren und über diese Fragestellung nachdenken. Wie geht das Veränderung bei uns selbst? Wir haben
von allen drei Beiträgen gehört, wir hängen mittendrin und wir haben nicht die Lösung. Wie wer mais, com menos, mehr Leben mit weniger. Deshalb diese globalen Zukunftsfragen wollen wir auf der Basis unserer Erfahrung und unserer Herkunft an Fastenaktion ist kein neues Ziel oder ein neuer Inhalt, sondern eine Blickrichtung, eine permanente Option, eine Lebenshaltung. Und ich möchte nochmal gerne wiederholen, was Romeo gesagt hat, um diese Lebenshaltung nicht aus dem Blick zu verlieren, brauchen wir die Menschen des Südens, um zu lernen. Und schon von daher ist Geben und Nehmen überwunden und hilft uns nicht mehr weiter, weil es in der Tat alte Entwicklungsmodelle abbildet, die nicht mehr funktionieren. Als Leitfrage, wie wollen und wie werden wir leben, sind wir an dieser Frage dran mit den Partnern im Süden und im Norden, um inhaltlich und thematisch diese Fragen anzugehen. Und wir sind gespannt, was die Antworten unserer Partner mit den Armen vor Ort uns sagen werden. Wie geht das, anders zu leben, damit alle leben können? Das ist eine Herausforderung, die wir uns auf die Tagesordnung gestrichen haben. Und dies soll als Orientierung unserer zukünftigen Arbeit dienen. Als Ziele haben wir uns gesetzt für unser in der Entwicklungszusammenarbeit, dass wir ein gemeinsames, aber unterschiedliches Verständnis entwickeln von gutem Leben, von Entwicklung, von Gemeinwohl. Wir wollen versuchen, persönlich und institutionell Verhaltensveränderungen voranzutreiben, sowohl im Norden als auch im Süden. Wir wollen mitwirken und beeinflussen, politisch und prophetisch agieren bei der Veränderung von Rahmenbedingungen. Wir haben es gerade gehört, es geht nicht nur um wirtschaftliche Menschenrechte und Rechte, es geht um kulturelle, es geht um soziale, es geht um klimatische. Das müssen wir viel breiter entdecken. Und wir wollen den Dialog mit den Partnern und die Zusammenarbeit bei uns im Haus diesbezüglich stärken. Und ich komme zum Ende, deshalb haben wir bei uns im Haus zwei Lernorte gebildet. Einmal den Lernort Ernährung und zum anderen den Lernort Bewahrung der Schöpfung. Bei Ernährung alles, was mit Recht auf Nahrung zusammenhängt. Landgrabbing, das Agrobusiness, exportindustrielle Agro-Subventionen von der Europäischen Gemeinschaft. Was bedeutet das alles? Recht auf Nahrung. 840 Millionen Menschen hungern. Sie kennen das, 300 Euro wird von jedem von uns im Durchschnitt als Deutschland, als Deutsche weggeworfen von Lebensmitteln. Was ist da als der Fug geraten? Und gleichzeitig bei Bewahrung der Schöpfung die Rohstoffe und die Ressourcen. Wir haben gemeinsam mit Brot für die Welt ein Buch erarbeitet, vom Erz zum Auto, die ganze Lieferkette, vom Abbau der Rohstoffe in Peru, in Südafrika, auf den Philippinen, bis zum Auto bei uns. Wir haben alle großen Autovertreter eingeladen, um diese Frage zu debattieren. Wie sieht es um die Folgewirkungen dieser Rohstoffimportpolitik? Wie sieht es aus mit dem Vorsorgetragen für die Politik, die wir brauchen? Wir hatten vor wenigen Wochen eine Diskussion mit dem Verantwortlichen der Rohstoffabkommen in Peru, in der Mongolei. Warum werden die Betroffenen nicht integriert in diese Rohstoffabkommen? Warum werden die nicht transparent gemacht? Warum werden die Rohstoffabkommen, die erarbeitet werden, und die Rohstoffe, die wir hier brauchen in der Bundesrepublik, wieso wird es nicht mit der Zivilgesellschaft vordiskutiert? Da sind wir dran an diese Fragen, um der Menschen und der Zukunft willen. Deshalb hat den Auftrag bei uns im Haus die Abteilung Politik und globale Zukunftsfrage erhalten, um vernetzt mit unseren Partnern im Süden und vernetzt mit dem ganzen Haus an diesen Orten dran zu bleiben. Und wie wir es gerade gehört haben, wir wollen dranbleiben mit diesen zwei Wörtern, mit Zorn und mit Zärtlichkeit. Wenn nur der Zorn übrig bleibt, dann besteht die Gefahr der Aggressivität. Und wenn wir nur zärtlich wären, ohne auch uns zu ärgern, Wut und Zorn zu haben, dann würden wir nicht mehr mitten in den Auseinandersetzungen der Wirklichkeit stehen, wo wir eindeutig von der Seite und der Perspektive der Armen versuchen, unsere Welt zu verstehen und sie zu verändern. Herzlichen Dank. Wir haben eine kleine Chance heute. Wir haben noch 15 Minuten
Und wir könnten wenigstens eine Runde hier mal versuchen, wo wir nicht nur hören, sondern wo wir versuchen, ins Gespräch zu kommen, obwohl das nicht ganz einfach ist, weil alle aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und Wirklichkeiten heraus sprechen müssen. Also das ist auch nicht so einfach. Und ich würde gerne nichtsdestotrotz dem Publikum auch 10 Minuten geben, um, wenn es was sagen möchte, fragen möchte, auch einen Standpunkt äußern will, das hier mal zu hören, dass wir irgendwie das ein bisschen öffnen. Aber eine Runde hätte ich gerne erst nochmal hier oben, weil wir haben ja einen Titel für diese Konferenz, Beyond Aid. Michael Ramminger hat gesagt, Hilfe radikalisieren. Raoul Peck hat gesagt, der Hilfe ist nicht mehr zu helfen. Wir haben hier 2 Vertreter sitzen, derer, die unsere Solidarität brauchen, die sagen, wir nehmen euer Geld nicht. Also wir haben ja hier irgendwie eine andere Situation. Ja, zu dem, was wir vielleicht früher immer hatten, wo wir dachten, okay, wir kommen mit unserem Geld und unterstützen oder wir versuchen euch mit Recht. Aber was wird das für uns bedeuten? Ich frage jetzt erstmal die hiesigen Vertreter auf dem Podium. Also was ist, wie können wir die Hilfe radikalisieren oder was ist die Arbeit jenseits der Hilfe in diesen Auseinandersetzungen, die wir hier exemplarisch gehört haben? Unsagbare Bedingungen in Sri Lanka und unsägliche Bedingungen als Migranten. Miriam, du hast ein bisschen Zeit gehabt. Also wir sind ja nicht Regierungsorganisation, wir sind sowieso keine Hilfsorganisation, trotzdem stehen wir ja auch NGOs stehen ja vor typischen Dilemmata. Für uns ist ganz wichtig, die Frage zu stellen, wo ist unsere Arbeit legitim und wo können wir wirklich einen Unterschied machen, und dazu gehört unter anderem auch sehr stark, dass wir uns eigentlich fragen, wir müssen ja auch, wir wollen uns speziell die Verantwortung der Akteure in Europa mit denen auseinandersetzen, für dort, wo sie an Missständen im Rest der Welt verantwortlich sind. Das heißt, wir wollen nicht als Menschenrechtsorganisation hingehen und nur den Sri Lankesen sagen, was sie alles falsch machen, sondern wir wollen uns damit beschäftigen, wie kann das eigentlich sein, dass ein Kriegsverbrecher in Botschafter in Deutschland wird. Ja? Wie kann denn das sein, dass wir sowas unterstützen, dass wir damit auch, also Deutschland und die Schweiz und Europa, sowas legitimiert? Das andere, für uns eine sehr wichtige Frage, wo wir uns stellen, macht unsere Arbeit Sinn, ist eben die Frage, finden wir Leute, die sagen, ja, wir wollen mit euch zusammenarbeiten? Also ich glaube, das ist für uns sowieso die Vorwirkung. Wir kommen mit unserer Arbeit keinen Schritt, weil wir ja nicht einfach nur ein Produkt liefern und den Brunnen graben oder so, sondern wir brauchen Organisationen, die sagen, wir wollen das mit euch zusammen machen, weil wir komplett auf sie angewiesen sind, weil wir sonst so einen Fall überhaupt nicht zusammenbekommen. Der Alex Honneth hat heute früh gesagt, Solidarität darf keine Chimäre sein. Also es geht hier wirklich um, wie ich habe es mir aufgeschrieben, ein Geflecht wechselseitiger Abhängigkeit, es beruht auf vollständiger Gegenseitigkeit. Aber es ist ja nicht so, wir sind doch die Geber. Es ist ja nicht so, dass Gleiter hergestellt werden, um Menschen zu gleiten, und landwirtschaftliche Produkte angebaut werden, um Menschen zu ernähren, sondern um Gewinne zu maximieren. Und da hängen wir mittendrin. Ich bin überzeugt, dass die Globalisierung, so wie wir sie momentan erleben, an unserer Haustür vorbeigeht. Vielleicht sind meine Schuhe in Korea hergestellt und mein Jackett, das ich trage, in Bangladesch, und ich sitze hier und rede über eine größere Gerechtigkeit. Mich macht das wahnsinnig. Das bedeutet, ich bin voll bei Ihnen, wir wollen versuchen, die Zusammenhänge transparenter zu machen. Zum Beispiel, wir haben ein wunderbares Gesetz über Waffenexporte. Und wir wissen alle, wie das permanent um ganz durchschaubare Interessen hintergangen wird. Wir machen gemeinsam mit Brot für die Welt einen Waffenexportbericht jedes Jahr und versuchen, den zu veröffentlichen und zu sagen, so kann das nicht weitergehen. Ich vertraue wirklich darauf, dass 3, 4, 5% einer wachen, kreativen Gesellschaft bei uns sehr viel erreichend sein können. Vermengt für eine andere Logik in unserem Zusammenleben, das ist das eine. Und eine größere Transparenz. Wir wünschen uns sehr und kämpfen, sei es in Brüssel, in der EU, sei es in Berlin, bei der nationalen Regierung, dass die Interessen deutlicher artikuliert werden,
warum wir wie unterwegs sind. Und da merken wir ganz deutlich, im BMZ, im Ministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung, war das Interesse eines größten Freihandels. Das heißt, Geld wurde eingesetzt um unserer Interesse nationalen Politik wegen und nicht der Betroffenen wegen. Und da denke ich, da können wir sehr viel bewegen. Und in meinem jetzigen Dienst bei Missouri entdecke ich, dass da ein weltweit großes Netzwerk besteht, die an diesen Fragen dran sind. Das macht mir sehr viel Mut. Und insofern fühle ich mich natürlich sehr wohl, hier mit Ihnen und mit euch zusammen zu sein. Und mit Ihnen allen. Romeo, du hast gesagt, du willst, wir sollen ein partnerschaftliches Verhältnis haben. Ja? Die Migranten sind eben Akteure auf Augenhöhe. Das sind ja alles Begriffe, die alle Organisationen auch immer sagen. Ja? Das ist ja das Schlimme. Also wir können ja mit Begriffen oft gar nicht mehr einen Unterschied herstellen. Also worum wir ja hier auch ringen, glaube ich, Unterschiede herauszuarbeiten, festzumachen, wo kann man wirklich erkennen, dass das jetzt hier nicht nur ein Blabla ist, ja? Auf den ihr alle keine Lust mehr habt. Ja? Aber wie kann das denn dann konkret aussehen? Was ist denn für dich unter den Bedingungen, dass wir das Geld haben und ihr verdammt arme Migranten seid und ganz schön allein, wie kann denn da eine Gemeinsamkeit, eine partnerschaftliche Ebene entstehen? Je voudrais d'abord dire que le problème ne se situe même pas au niveau de l'argent, parce que s'il faut parler des richesses, l'Afrique est plus riche que l'Europe. Et que ce sont toutes les choses qui sont exploitées en Afrique qui reviennent en Europe et sont transformées. Aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête tout ce que je l'ai dit. C'est le mécanisme même total du phénomène de l'aide qui doit être revu. Tant dans nos mentalités propres que dans nos propres ONG. Aujourd'hui, quand on parle de l'aide, la première des choses qui arrive, c'est les finances. Pourquoi ? Il est plus facile, hier on en parlait au restaurant, il est plus facile à un parent d'apprendre son fils à pêcher que de continuer à lui donner le poisson. Parce que lorsqu'il saura pêcher, et quand toi tu t'en iras, il pourra lui-même aller chercher son propre poisson. C'est cela aujourd'hui, à cause de tous ces mécanismes d'aide qui sont développés par certaines ONG en Afrique aujourd'hui, ils créent des besoins. Ils rendent des petites associations comme les nôtres professionnelles et au bout de 3 ans, ils n'ont plus de financement. Que deviennent ces associations? Que deviennent tous les besoins qui ont été créés? Moi, je préfère aujourd'hui, on a parlé par exemple des situations à Haïti, de tout ce qui s'est passé. Hier, on en parlait ici. Il y a encore du matériel médical à Haïti qui est là-bas et qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on a pas pris la peine de former un Haïtien pour pouvoir utiliser ce matériel. On a amené le matériel, après la catastrophe, tous les experts, tous les techniciens sont repartis. Qui est expert? Qui est technicien? On devient expert et technicien parce qu'on a appris. Moi, je préfère aujourd'hui les connaissances. Regardez dans les universités européennes, il y a des Africains. Ils ne viennent pas chercher de l'argent, ils viennent chercher de la connaissance. Oui, il y a un creux entre ces deux continents aujourd'hui, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe. C'est pour cela que je parle de partenariat. Parce qu'on a tellement de choses à apprendre de l'Europe, et l'Europe aussi a tellement de choses à apprendre des autres continents. Il faudrait qu'on arrête de penser que l'aide n'est située qu'au niveau financier. C'est ce que je disais, quoi. Nos compétences, tout ce que nous pouvons apprendre, peuvent être utiles là-bas. C'est pour cela que je dis, regardez, même au niveau même des vies sentimentales, il y a combien de couples mixtes à travers le monde? Je pose juste la question, on n'a qu'à voir au quotidien. C'est ça, même au niveau culturel aujourd'hui, il y a de l'aide, mais c'est interchangeable. Il y a des gens qui partent d'ici pour aller en Afrique. Il y a des Africains qui arrivent ici. Pourquoi quand on organise un festival en Europe, on appelle les Africains? Pourquoi on ne peut pas aussi le faire dans l'autre sens? C'est ce que je dis. Il faudrait aujourd'hui que ça soit, quand on parle de solidarité, c'est ça. Je t'apprends quelque chose et tu m'apprends quelque chose. Arrêtons, je l'ai dit aujourd'hui, arrêtons de penser que l'Afrique peut se développer par l'agriculture.
Tout le monde ne fait pas, ne cultive pas la terre en Afrique. Arrêtons de penser aujourd'hui que tous ces jeunes qui meurent dans le désert, c'est parce qu'ils ont faim. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'ils n'ont plus espoir. Et ils se disent qu'en venant en Europe, ils peuvent le trouver. Parce qu'on se dit que l'Europe, c'est le continent des droits. Mais moi, aujourd'hui, qui suis en Europe, me rends compte que même en Europe, il n'y a pas de droits. Donc nous devons nous interroger sur ces questions et pouvoir nous-mêmes déjà faire notre examen de conscience, que ce soit à la maison et dans nos propres ONG, pour pouvoir partir de nos anciens principes. Car, je l'ai dit, tant que nous restons pensés à nos principes d'il y a cela 50 ans, c'est des crises humanitaires qui naissent. Nous passons le temps à réfléchir, c'est des personnes qui vivent. L'intervention de la France au Mali, elle a été salutaire pour des autres, mais pour certains, elle n'a pas été salutaire parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui est fait sans intérêt. Et il faudrait que ça change. Ja, ich gebe zu, vielleicht war einfach meine Frage viel zu konkret und vielleicht muss man verstehen, dass man das so konkret gar nicht beantworten kann. Trotzdem würde ich gern Shrin nochmal fragen. Also wenn sie sagt, sie nimmt kein Geld, aber was braucht sie dann von uns? Was müssen wir tun? Was sollen wir lernen? I brought in a good typical example of ECCHR working with us on sending Jagat Das from Germany. No, these are things that like we expect partnership in terms of even emotional support. And another thing that I want to raise is that immediately after the end of the war, many of the European countries sent to Sri Lanka trade ambassadors. We had human rights ambassador when war happened. And their doors were open for us. Now we are struggling, and they send in trade ambassadors. Right? Trade has become very important now to many of the EU countries in Sri Lanka. And tourism. So those are two things that you can look at it and see how you can change that. Thanks. So, also jetzt habe ich wirklich eigentlich gar keine Zeit mehr, trotzdem. Also es gibt, im Grunde ist uns allen klar geworden, wir müssen das alles sehr viel politischer betrachten und können uns nicht in solche, allein in die Projekte begeben und hoffen, dass wir daraus eine Antwort bekommen. So verstehe ich das jetzt hier. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit geben. Es gibt Leute mit Mikrofon. Für 2, 3 Statements gibt es vielleicht jetzt einfach einmal die Möglichkeit, wo immer nur gehört wird. Ja, hallo. Ich wollte nur die Bemerkung aufgreifen, man muss die Leute lehren zu fischen. Meiner Wahrnehmung nach können die Singalesen und alle möglichen anderen Völker fischen, aber die europäischen und anderen Flotten fischen ihnen die Fische weg. Und ich denke, genau da müssen wir ansetzen und wirklich politisch agieren. Okay, ich weiß, wir sind einfach alle sehr lang und wir gehen jetzt in die Kaffeepause. Ich möchte nur trotzdem nochmal dran, es ist eben nicht mehr damit getan, Hauptsache es wird geholfen, wie das mal unser Altbundeskanzler Kohl gesagt hat. Ja. Ich fand aber wir haben den Film von Raoul Peck gezeigt, da hat Raoul Peck gesagt, in der anschließenden Debatte, dann wir haben unsere Arbeit früher mit politischen Zielen verbunden und jetzt sieht es so aus, als wollten wir alle das Gleiche. Ja? Human Rights-Based Approach und Partnerschaft auf Augenhöhe. Also wir müssen hier, glaube ich, weiterkämpfen, den Unterschied deutlich zu machen, auch Unterscheidbarkeit in dem Verständnis von Hilfe und Solidarität zu erreichen. Und wenn die Rundschau getitelt hat über den Artikel von Thomas Gebauer, jenseits der Hilfe beginnt die Solidarität, dann sind wir vielleicht als Professionelle, also ich, Pirmin Spiegel, auf jeden Fall gefragt, eine Haltung zu entwickeln. Und wenn wir dazu jetzt heute mit dieser Konferenz einen Beitrag leisten können, eine Haltung, die jenseits von Professionalität ist, ja, dann sind wir vielleicht schon ein Stück weiter.